Hallo, kommt zu einem neuen Video. Heute ein neuer Magic Talk. Heute möchte ich euch fünf kleine Dinge vorstellen, wie ihr mehr als Künstler bei euren Zuschauern ankommt. Viel Spaß mit diesem Video. So, und bevor ich jetzt mit den Tipps starte, die meisten von diesen Tipps habe ich aus dem Buch Große Kartenschule Teil 1. Wenn ihr die noch nicht habt, solltet ihr euch auf jeden Fall besorgen. Ich habe eine Review mal dazu gemacht, Infokarte da oben. Und ich habe euch mal eine Geschichte von den Spielkarten erzählt. Da war die Kartenschule auch die Infoquelle. Das tue ich jetzt oben auch nochmal verlinken. Kommen wir jetzt erstmal zum ersten Punkt. Der erste Punkt sieht so aus. Wir haben hier ein Kartenspiel. Das sehe ich sehr oft auf Instagram. Gerade um den Kardis sind euch. Wenn ihr mir übrigens noch nicht auf Instagram folgt, macht es gerne. Hier steht jetzt irgendwo mein Name. Ich sehe das hier. Ja, Karten kommen erstmal raus. Okay. Dann wird die Schachtel weggeschmissen. Und dann beginnen sie da mit ihren krassen Cardistry Skills. Ja, die haben krassen Cardistry Skills. Aber ja, was ist jetzt gerade das der Fehler dabei? Der Fehler ist die Kartenschachtel. Die kann man nicht einfach nur so wegwerfen. Denn wir wollen uns ja als Künstler repräsentieren. Wie wird das jetzt richtig gemacht? Ich zeige euch das jetzt mal, eine stille Performance, wie das eigentlich gemacht soll, wie es eigentlich gehört, so wie es auch Roberto Giovi erklärt. Okay, ihr habt das jetzt gesehen, nochmal kurz zusammengefasst. Die Karten sind einmal hier in der Box drinnen. Und wie machen wir das jetzt? Wir machen ganz normal die Schachtel auf. Wir schnappen uns hier zur Hälfte die Karten. Jetzt gehen wir hier mit unserer Hand komplett rüber und verdecken fast die gesamte Box so, dass der Zuschauer nur noch die Karten sieht, okay? Zack, und wir ziehen die Box raus. Die Karten halten wir fest, aber die Box ziehen wir raus, okay? Klingt komisch, ist aber so. Denn das sieht einfach nur besser aus. So, diese Kopecks, die habe ich vor kurzem neu bekommen, die sind richtig rutschig. Zack. Und ich ziehe jetzt hier die Box so raus, okay? Dann nehme ich mir jetzt das Kartenspiel hier in meine Hand. Dazu sage ich gleich noch was. Jetzt mache ich hier die Box zu und lege sie weg, okay? Aber was mache ich jetzt, während ich die Box weglege mit dem Kartenspiel in der Hand? Das hier, so ein Straddle Grip oder der Mechanics Grip, würde sehr komisch ausschauen. Was ich euch empfehlen würde, was ich auch in der Kartenschule gelesen habe und es normalerweise auch immer so ist, lasst das Kartenspiel einfach ganz normal in der Hand ruhen, ungefähr so. Es soll auch nicht egalisiert sein, lasst es einfach so ruhen, denn jetzt kommen wir hier hin und jetzt können wir es hier egalisieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Pinky Break machen müssen wegen irgendeinem Trick, weil wir jetzt beispielsweise eine Vicious Card Routine machen wollen, okay, Herz 3, kommt in die Mitte, ihr kennt sie ja, springt nach oben. Und wir brauchen zum Beispiel einen Pinky Break, dann können wir jetzt hier, wir haben so das Deck noch nicht egalisiert, wir gehen jetzt hier zusammen und wir haben schon unseren Break und ja, okay. Das war der erste kleine Tipp. Kommen wir zum nächsten Punkt. Den zweiten Punkt habe ich jetzt eigentlich schon erwähnt, nämlich der zweite Punkt ist das hier. Machen wir mal so, wir haben ein Kartendeck gemacht, der Zuschauer kriegt einen Stapel und ich kriege einen Stapel. Ich habe mal vorgezeigt, dass er das Deck durchmischen soll, okay. Ja, was war das jetzt für ein komischer Riffle-Shuffle? Okay. Wir haben das Deck durchgemischt und jetzt soll er seine Hälfte durchmischen. Und während er das durchmischt, mache ich das hier. Okay, das ist einfach nicht schön. Wenn man jetzt dazu schaut, dass das Deck durchmischt, sehen wir wieder nur das Spiel ganz normal in unserer Hand, so wie ich es euch schon im ersten Punkt erklärt habe. Und nichts rumrauschen, weil das ist einfach unschön für einen Laien. Natürlich zwischen kurz einen Trick, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Pass macht, also ungefähr so, Kreuz 6, okay, und wir mischen das Deck durch, okay, dann können wir jetzt natürlich noch das hier machen, oder wenn wir jetzt, was weiß ich, was, sagen wir hier einen Struggle Pass machen, okay, ich hoffe, ich schaffe den jetzt, okay, und dann ist die unten die Karte. Da können wir natürlich abrauschen, aber bitte nicht während der Zuschauer mischt oder er irgendwas mit der anderen Hälfte macht oder mit einem anderen Kartenspiel und wir haben ein anderes Kartenspiel, bitte nicht rumspielen. Das kann man beim Üben machen, aber das sollte man auch beim Üben vermeiden, dieses Rumrauschen. Okay? Der nächste Punkt ist
Man sollte die Magie so leise machen wie möglich, dass es auf den Zuschauer wirklich so wie Magie wirkt. Denn beispielsweise beim Second Deal, okay? Sagen wir jetzt mal, die Kreuz 5 ist oben und wir machen das ungefähr genauso. Wir möchten eine Karte mit dem Second Deal nach oben kontrollieren, okay? Und wir machen das jetzt hier so. Kreuz 5, okay? In die Mitte. Und sie ist oben. Okay? Das war jetzt zwar ein guter Control, aber es ist eben nicht schön für den Zuschauer. Es geht alles eben darum, dass es den Zuschauer sich wohlfühlt, dass er Emotionen spürt, damit er uns als Künstler wahrnimmt. Also, oder wenn wir jetzt zum Beispiel Karten hier auf den Tisch geben. Wie geben wir jetzt die auf den Tisch? So habe ich das oft am Anfang gemacht. So. Ja. So geht das nicht. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel so Karten auf den Tisch geben. Ich erkläre euch jetzt mal, wie man das richtig macht, so Karten auf den Tisch legen. Ich würde euch das mal so machen, wenn wir jetzt so Karten auf den Tisch legen, dass sie mit Gesicht nach oben schauen, würde ich das so machen. Ich gehe hier einmal hin mit dem Zeigefinger unten, mit dem Daumen oben. Ich drehe jetzt hier mit Hilfe meines Mittelfingers einmal um und ich lege die Karte leise auf den Tisch. Ich nehme die nächste und lege sie jetzt genau so, dass der Zuschauer jetzt hier beide Index sieht, okay? Denn jetzt sehe ich den Index von da und er sieht parallel seinen Index, also muss er sich nicht irgendwie umdrehen, damit er den Index sieht, okay? Einfach nur leise immer daneben legen, okay? Könnte man beispielsweise machen, man könnte es natürlich auch, wenn der Zuschauer neben mir sitzt, es genau so machen, damit es der Zuschauer wirklich genau aus der Perspektive, der ich es auch sehe, sieht. Also da könnt ihr wirklich kreativ sein, aber wir müssen immer alles schön leise machen, damit auf den Zuschauer die Magie wirkt und damit wir wirklich als Künstler rüberkommen. Nächster Punkt, kohärent bleiben. Was ist jetzt erstmal kohärent? Und ja, beispielsweise war das mit der Schachtel so, die kann man nicht einfach wegschmeißen, wie gesagt. Aber ich sehe auch manchmal sowas hier, okay, beim Invisible Deck. Sagen wir erstmal, der Zuschauer hat den Karo Buben genannt und das ist jetzt das Invisible Deck und ich mache jetzt das hier. Okay, das schaut einfach nicht schön aus. Yippie, die Karte hat sich umgedreht, wow. Aber das schaut einfach nicht schön aus. Man könnte jetzt beispielsweise, wenn man da so umgedreht haben, könnte man jetzt einen Fan machen. Und da ist die Karte ja, wenn man einen ordentlichen Fan kann. Oder man kann das jetzt hier zum Beispiel jetzt so machen. Oder beispielsweise bei Any Card at Any Number. Sagen wir beispielsweise, die Zuschauerkarte ist hier die Kreuz 7, okay. Und wir machen das so. Der Zuschauer nennt eine Zahl zwischen 1 und 52, sagen wir 6, damit es ein bisschen schneller geht. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5 und seine Kreuz 7 ist an 6er Stelle und nächster Dreck. Das ist falsch. Was ist jetzt falsch? Das war zwar eine gute Performance, aber schaut euch jetzt hier die Karten an. Die liegen da jetzt einfach so rum. Ich würde das jetzt beispielsweise hier so machen, die Karte auf den Tisch legen, jetzt das zusammenschieben und jetzt den Zuschauer fragen, kannst du es dir vorstellen? Diese Vorstellungskraft, die ist ja ganz wichtig in der Magie, denn damit tun wir Emotionen bei unserem Zuschauer erzeugen. Also wenn wir irgendwo so Karten hindealen, immer achten, dass sie schön landen und wenn sie nicht schön landen, einfach nur kurz hier hingehen und das Spiel, wie man so sagt, egalisieren. Und der letzte Tipp für heute ist die deutsche Sprache. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht sage, die kohärente Sprache würde auch zusammenpassen, aber ich sage jetzt mal die deutsche Sprache. Was ich damit meine, ist vielleicht auch logisch. Manchmal sehe ich da vielleicht, dass manche sagen, hier, probier mal, misch mittels Riffelstaffel. Okay, das kann man machen, aber es würde doch viel schöner klingen und viel Sinn machen, wenn man jetzt sagen würde, misch mal mit Riffel mischen. Weil dann weiß der Zuschauer schon mehr, dann weiß der Zuschauer, dass sowas hier Riffel heißt. Okay? Oder früher habe ich das auch so gemacht, ganz, ganz am Anfang, wenn ich das heute so mir anschaue, ich habe das meistens so aufgenommen, wie ich übe, habe ich das manchmal so gemacht, okay, und der Zuschauer darf dem Deck jetzt einfach Cuts geben. Was ist Cuts? Gerade die Karte ist unter euch, wenn ihr Magic macht, bitte macht nicht das hier. Okay, und du kannst jetzt das Deck einmal abheben und dann macht ihr einen Chalier Cut oder was weiß ich, einen Revolution Cut oder was auch immer, hat man jetzt nicht gesehen. Aber bitte niemals, ihr könnt das Deck abheben und einen Chalier Cut machen, weil dann fühlt sich der Zuschauer schlecht und das ist wieder auch ein Punkt, den wir nicht möchten. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe auch, dass ihr die Tipps jetzt umsetzen werdet. Ich werde bald auf einer Geburtstagsfeier zaubern und ich schaue mal, ob ich euch da mal mitnehmen kann.
Vielleicht ist es ja mal interessant für euch, dass ihr mal seht, so wie ich das wie ich zaubere, wie ich performe. Übrigens, ich habe eine Playlist, Performances, wenn ihr, da könnt ihr mal sehen, wie ich so ein paar Zauberkunststücke performe. In der Infokarte da oben ist die Performance-Liste, ist die Performance-Playlist. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.